Noch einmal herzliche Gratulation nicht nur der Mannschaft des FC Linz, sondern auch den Fans aus beiden Lagern, die haben sich ganz, ganz herausragend verhalten da. Es war wirklich eine ganz einmalige Stimmung, auch wenn es ein bisschen einen melancholischen Touch gehabt hat, auch für uns beide. War für mich auch eine eigenartige Stimmung, wie ins Stadion hineingekommen bin. Mhm. Die Fans am Anfang waren es ganz ruhig und eigentlich alle sehr nachdenklich, mhm, und nachher nur der letzte Jubel. Vielleicht war es nicht der letzte, ich weiß es nicht. Nimmst du es vorweg, da ist noch einiges im Busch, zudem vielleicht ein bisschen später. Zum Sportlichen, die Kader der beiden Mannschaften sollen zusammengelegt werden. Jetzt hört man wieder, dass 5 Spieler vom FC Linz übernommen werden. Das sollen sein die 3 Jungen, Stiegelmeier, Hartl, Brenner und noch 2 weitere, unter anderem glaube ich auch der Didier Frenier. Aber wie gesagt, da wird sehr viel herumjongliert mit Namen und Zahlen. Was du Näheres? Die Frage ist nur, wer bestimmt es jetzt? Ich habe mich erkundigt, eigentlich geht es da drunter und drüber. Sie haben noch keinen sportlichen Leiter, der eben bestimmen kann, der einen Kader zusammenstellen kann aus den beiden Mannschaften, die da zusammengefügt werden. Das Einzige, was ich weiß, ist eben über Rosenecker, Banis habe ich mich letzte Woche schon ausgelassen. Und jetzt haben sie noch, habe ich jetzt gehört, den Pawlowski. Mhm. Das ist meiner Meinung nach ein sehr guter Spieler. Der würde auch da reinpassen. Und jetzt haben wir aber dann noch 40 andere. Bin ich gespannt, ob da jetzt dann bald eine sportliche Leitung stehen wird, die eben das bestimmen wird, weil es gibt bis jetzt noch keine. Und es sind nur mehr noch 5 Wochen, entschuldige. Sportlicher Leiter, da wurde tatsächlich der Hansi Müller kontaktiert, ob man dessen Gehaltsforderungen erfüllen kann, das möchte ich einmal dahingestellt lassen. Wir haben uns dann auch noch lange unterhalten mit Verantwortlichen des FC Linz Nachwuchs. Und das ist eine Situation, die ich eigentlich ganz und gar nicht für gut und für lustig halte, weil da könnte es durchaus sein, dass mit Ablauf der Meisterschaft 150, 200 oder 170 Burschen auf der Straße stehen, ohne Verein da stehen. Du glaubst, du hast da auch ausführliches Gespräch gehabt. Ja, ich habe mich mit einigen FC Linz Verantwortlichen im Nachwuchs unterhalten. Für mich ist es eine tragische Geschichte für die jungen Leute, weil es heißt einerseits, sie bekommen eine neue Heimstätte, aber für jeden, der jetzt eins und eins zusammenzählen kann, 150 Jugendliche vom FC Linz, 150 vom LASK, sind 300. Und es gibt nur Mannschaften für 150 oder für 130. Was passiert mit den 150? Schickt man die jetzt wieder auf die Straße zurück, dass dann zu trinken beginnen oder mit Drogen in Kontakt kommen? Also ich glaube, da sollten sich die Verantwortlichen auch mal die Gedanken machen, was man mit den restlichen Jugendlichen macht. Weil man redet immer nur über die Kampfmannschaft. Okay, das ist das Wichtigste, aber was passiert mit den ganzen Jugendlichen? Und ich glaube, da werden sich sehr viele Eltern auch ihre Gedanken machen. Das ist ein bisschen eigenartig befremdend an dieser Sache, ist, dass man sich mit den Nachwuchskoordinatoren, sei es vom LASK, aber auch vom FC Linz, noch nicht zusammengesetzt hat. Also die werden bombardiert mit Anrufen von Eltern, von Familien, was passiert jetzt mit meinem Sohn, kann er dann im August oder wenn auch immer die Saison wieder beginnt, noch Fußball spielen kommen, kann er es nicht. Aber die wissen eigentlich nur, dass sie nichts wissen, diese Verantwortlichen im Nachwuchs. Das ist bedauernswert. Erstens einmal sehr bedauernswert und zweitens gibt es noch eine ganz witzige Geschichte am Rande. Ein Niederösterreicher, ein Vater, hat mit Herrn Kiesenebner gesprochen, der ist ein niederösterreichischer Auswahlspieler, der will unbedingt, dass sein Sohn bei dem FC Linz spielt, weil der Nachwuchs da so gut ist und weil er da in den besten Händen ist. Dabei weiß man eigentlich noch gar nichts. Es ist eigentlich noch die Geschichte am Rande, dass die Leute ja ihre Kinder zu dem Verein bringen, wenn wir es wissen, dort wird gut gearbeitet. Und da ist noch nichts koordiniert. Da ist nur der Rutensteiner fix als Jugendleiter und alles andere ist in auch der Schwebe. Der nicht 100%. Es ist sehr, sehr nebulös, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben es zuerst vorweggenommen, vielleicht war es dann doch nicht das letzte Linzer Stadtderby, denn jetzt hat sich auch der SK Vöst zu Wort gemeldet. Und da, das sind ganz, ganz brisante Angelegenheiten, die heute auch in einer außerordentlichen Generalversammlung des FC Linz behandelt werden. Jetzt gerade zur Stunde tagt man da allerdings. Ist diese Generalversammlung, die da ad hoc einberufen wurde, wieder nicht statutenkonform einberufen worden? Ich habe heute lange telefoniert mit Verantwortlichen des SK Vöst. Und was ist dazu ans Tageslicht gekommen? Also die Leute sind sich sehr sicher, dass man da gegen das Vereinsstatut verstoßen hat. Es wurde jetzt auch bei der Bundesliga interveniert, da soll es jetzt eine Sachverhaltsdarstellung, Entschuldigung, so heißt das, geben von Seiten der Bundesliga, wie da jetzt weiter vorgegangen werden soll. Punkt 1 ist, dass es im österreichischen Vereinsrecht keinen Punkt gibt, der eine Fusion vorsieht. Daher, Fusion fällt einmal weg. Punkt 2,
eine Auflösung, bei einer Auflösung des Vereins, die sehr wohl möglich wäre, Auflösung des FC Linz, dazu bedarf es einer Generalversammlung, die muss 20 Tage, 30 Tage, Entschuldigung, vorher einberufen werden. Es müssen alle Mitglieder verständigt werden. Das ist nicht passiert bis dato. Auch zu dieser heute stattfindenden improvisierten Generalversammlung sind nicht alle Mitglieder eingeladen worden. Daher ist auch das Ergebnis dieser GV absolut in Zweifel zu ziehen. Und sollte man, das ist jetzt das ganz, ganz Interessante, den FC Linz dann doch auflösen, dann fehlt sämtliches Vermögen, sprich Spieler, sprich Lizenz etc. dem SK Vöst zugute. Also da hat man, glaube ich, die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Mich wundert es ein bisschen, weil die Herren werden sich ja vorher informiert haben, dass jetzt noch so viele Tatsachen ans Tageslicht kommen. Und was mir eigentlich auch noch ganz ominös erscheint, ist das, dass die heute eine Generalversammlung machen vor verschlossenen Türen. Wenn alles schon geregelt ist, dann kann ich auch mit der Kamera dabei sein, weil die Öffentlichkeit will ja wissen, was da jetzt wirklich passiert. Und es wird nichts offengelegt und das, ich finde es halt eine Riesensauerei den Leuten gegenüber. Wie gesagt, vor verschlossenen Türen, auch die Kameras waren da nicht erwünscht. Wir haben es probiert, schauen wir uns das einmal ganz kurz an. Ja, es tut mir leid, dass Sie jetzt nicht die Möglichkeit haben, mit den verantwortlichen Herren des FC Linz zu sprechen. Zurzeit ist die Sitzung noch im Gange. Sie wird noch etwa ein, zwei Stunden dauern und anschließend werden die Herren sicher bereit sein, Informationen nach außen zu geben. Danke. So viel also der Max Eisenköck. Danke für diese Stellungnahme, denn andere Herren waren dazu nicht bereit. Anliegen des SK Vöst, der da unter dem Präsidenten Herrn Oberchristl tätig ist, ist es natürlich auch dem Nachwuchs weiterhin eine Heimat zu geben. Ganz ein legitimes Anliegen, wie ich glaube. Wir werden in dieser Sache natürlich am Ball bleiben und für morgen dann eine Stellungnahme von Seiten des SKV vorbereiten. Alex, kleines Licht am Horizont? Ja, ein kleines Licht. Es gehört einfach einmal das Kasperltheater beendet. Es gehören einfach einmal Nägel mit Köpfen gemacht, damit die Öffentlichkeit und auch die Spieler und die Eltern einfach wissen, was los ist. Und das ist eigentlich mein einziges Anliegen an die Herren, dass sie die beeilen, dass irgendwas was an die Öffentlichkeit kommt, was man vorzeigen kann. Wie auch immer, wir müssen uns jetzt sputen, aber ein bisschen überzogen, wie auch immer, wir bleiben am Ball, wir informieren sie weiter und dann auch morgen und dann in einer Spezialsendung dann am Freitag. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Oberösterreich. Danke, Alex. Ciao, guten Abend.